Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob es eine geheime Pille oder ein geheimes Getränk gibt, das Ihnen sofortige Erleuchtung bringt? Mein Name ist Elias Rumslein, Autor spiritueller Bücher. Vor 2 Jahrzehnten wurde die Hermetikakademie von mir gegründet, nachdem mir die mächtigsten europäischen Einweihungswege mit antiken Wurzeln anvertraut wurden, um dieses Wissen in der modernen Welt zugänglich zu machen. Heute enthüllen wir, ob es eine rote Pille wie in dem Hollywood-Film The Matrix gibt, die unmittelbar zur Realität erweckt. Heutzutage gibt es viele sogenannte Do-it-yourself-Gurus, die spirituelle Ratschläge geben, wie zum Beispiel die Einnahme von Ketamin, MDMA, auch Ecstasy genannt, oder LSD als Abkürzung zur spirituellen Erleuchtung. Doch wie seriös ist das wirklich? Alle diese sogenannten erleuchteten Berater haben selbst keine spirituelle Entwicklung erfahren. Sie wurden niemals auf einem authentischen, spirituellen Weg unter der Aufsicht oder Anleitung eines wirklich erleuchteten Lehrers geschult. Die einzige Erfahrung, auf die sie stolz sein können, ist der Übergang von einer Wahrnehmung der Illusion zur nächsten Ebene der Illusion, ohne über irgendwelche Superkräfte oder eine tiefe Verbindung zum Überbewusstsein zu verfügen. Es ist der Übergang von einem Aspekt des schmerzhaften Egos zur nächsten Ebene des illusionären Egos, eine listige Illusion von spirituellem Fortschritt. Andere selbsternannte erleuchtete Influencer gehen noch weiter und sprechen von Psilocybin, auch bekannt als Magic Mushrooms, oder auch von Ayahuasca. Diese schamanischen Substanzen werden von diesen Leuten oft als eine Abkürzung zur Erleuchtung angesehen. Tatsächlich sind sie aber eine Sackgasse der Spiritualität. Es stimmt zwar, dass die Inka-Priester vor Jahrhunderten Stimulantien als Hilfsmittel zusätzlich zu ihren Riten, Gebeten und Opfergaben verwendeten, aber nicht als Ersatz oder Abkürzung. Auch im alten Ägypten waren bestimmte Stimulantien bekannt und wurden in bestimmten Riten verwendet, aber dies war nur ein Bruchteil der religiösen Praktiken. Solche Substanzen waren nur ein kleiner und unbedeutender Aspekt der altägyptischen Riten. Niemand, der nicht zuvor innerlich und äußerlich vorbereitet worden war, durfte diese Substanzen zu sich nehmen. Sie waren den Priestern und ihren Ritualen vorbehalten. In diesen Riten wurden Mantras, Gebete und Anrufungen verwendet, um eine Brücke zur Götterwelt zu schlagen und den Willen der Götter zu erfüllen. Diese Substanzen waren auch nicht den Bauern und Ungebildeten zugänglich, sondern nur der am höchsten gebildeten und spirituell geschulten Priesterkaste. Es besteht die große Gefahr, dass unreife Menschen nur Träume für die Wirklichkeit halten und sich einbilden, die großen Erleuchteten zu sein. Wenn jemand keinen Körper verwirklicht hat, in dem ein ständiger Zugang zu den Stufen der Erleuchtung möglich ist, werden diese Substanzen mehr Illusion als spirituelle Entwicklung bewirken. Wer heilige Werkzeuge oder heilige Substanzen missbrauchte, die damals den Priestern vorbehalten waren, musste mit der Todesstrafe rechnen. Diese Drogen verleihen keine übersinnlichen Kräfte, verändern keine Verhaltensmuster und steigern auch nicht die Intelligenz. Außerdem besteht die Gefahr, dass diese Substanzen die für eine echte und dauerhafte Erleuchtung notwendigen Nervenbahnen und Bereiche im Gehirn und anderen Organen zerstören. Es ist wie mit dem Tabak, der einst von den amerikanischen Ureinwohnern zu zeremoniellen Zwecken verwendet wurde. Sobald er diesen Zeremonien entzogen wurde und von profanen Menschen konsumiert wurde, war das einzige Ergebnis eine Sucht ohne jeglichen Nutzen. Pseudo-erwachte Menschen, die diese psychedelischen Substanzen konsumieren, reden oft den gleichen Unsinn wie zuvor, ohne dass sich ihr Verständnis der Realität geändert hätte. Ihre Ratschläge sind nutzlos und richten mehr Schaden als Nutzen an. Sie glauben, Erleuchtung erfahren zu haben, sind aber in Wirklichkeit moderne Junkies, die Spiritualität als Vorwand für ihre Sucht benutzen. Heutzutage bilden sich süchtige Junkies ein, erleuchtet zu sein. Aber sie haben keine Möglichkeit, ohne ihre illusorischen Drogen einen dauerhaften Zugang zu Erleuchtung, Glück, Einheit, Liebe oder Weisheit zu erlangen. Die authentischen westlichen Mysterienschulen, die in direkter Linie der altägyptischen Tradition stehen, verwenden diese Substanzen nicht, obwohl sie das Wissen um diese Substanzen bewahren, hat sich der spirituelle Weg verändert. Spirituelle Aspiranten befinden sich nicht mehr in einem geschützten Raum oder in einer Kaste wie die dienenden Priester im alten Ägypten. Sie leben mit einer Familie, haben Beruf und soziale Kontakte. Die Techniken der spirituellen Entwicklung und die Einweihung haben sich weiterentwickelt und sind oft kraftvoller als in alten Zeiten. Echte spirituelle Entwicklung erfordert Hingabe, Disziplin, Zeit und die richtige Anleitung.
Es ist kein Do-it-yourself-Weg, denn nur das Ego zieht es vor, so zu tun, als könne es sich selbst aus dem Sumpf ziehen, um länger zu überleben. Der Weg ist einfach, aber nicht leicht. Richtige Meditation ist auch etwas, was die meisten Menschen nicht beherrschen. Es geht nicht darum, nur die Augen zu schließen und den Atem zu spüren oder ähnliches. Meditation unter Anleitung ist ein Aufzug zu höheren Ebenen des Bewusstseins, wenn man die richtigen Techniken beherrscht, wie zum Beispiel von einem authentischen östlichen Guru oder einer westlichen Mysterienschule gelehrt werden. Ein weiterer wesentlicher Aspekt sind die Rituale und Einweihungen. Diese können nicht aus Büchern gelernt werden, da diese Werkzeuge nur unter der Schirmherrschaft von erleuchteten Menschen wirken, die dann Aspiranten durch Rituale und Einweihungen mit dem göttlichen Licht der Erleuchtung verbinden können. Dasselbe gilt für echte Mantras und Symbole. Nur solche, die mit lebenden, erleuchteten Lehrern verbunden sind, können das Bewusstsein des Aspiranten erheben. Wenn man nicht mit lebenden Lehrern verbunden ist, ist es wie ein Computercode, ohne die Kraft, ihn zu aktivieren. Auf diesem Weg gibt es keine Abkürzungen. Drogen können kurzfristige Erlebnisse hervorrufen, die wie spirituelle Erfahrungen erscheinen. Aber sie führen nicht zu dauerhaftem Wachstum oder wahrem Verständnis. Gibt es eine rote Pille? Ja, das ist die Initiation. Für eine echte Initiation muss man aber bereit sein, Hingabe und Engagement zeigen. Und der Initiator entscheidet, wann man bereit ist. Es ist eine Übertragung des höheren Bewusstseins, das die niedere Seele neu programmiert und sie mit der höheren Seele verbindet, wodurch Erleuchtung und die Wahrnehmung der Realität dauerhaft verfügbar werden. Teilen Sie in den Kommentaren Ihre Erfahrungen mit. Wenn Sie sich für diese Tradition interessieren, schauen Sie sich unsere anderen Videos auf YouTube an oder besuchen Sie unsere Webseite.